Nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten im Jahre 1990 erfolgte auf dem Territorium der ehemaligen DDR die Neugründung der 5 ostdeutschen Bundesländer. Als Teil der Bundesrepublik Deutschland ist Sachsen-Anhalt heute eines von 16 Ländern. Der Landtag gestaltet die politischen Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung des Landes und ist als gesetzgebendes Organ in eine demokratische Struktur eingebunden, die in Deutschland über die Kommunen, die Länder und den Bund organisiert ist. Durch Wahlen entscheiden die über 1,8 Millionen Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt alle 5 Jahre neu über die Zusammensetzung des Landesparlaments. Die Abgeordneten kommen aus allen Regionen Sachsen-Anhalts. Damit wird gewährleistet, dass verschiedenste Interessen und Meinungen aus allen Landesteilen in die Gespräche, Debatten und Entscheidungen des Landtages einfließen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, mit den Abgeordneten in Kontakt zu treten, Anregungen zu geben, sich zu informieren oder auch Probleme zu schildern. In unserer repräsentativen Demokratie gibt es grundlegende Rechte für alle. Diese sind im Grundgesetz und in der Landesverfassung schriftlich festgehalten. Der Schutz der Würde, die Freiheit der Meinung, der Presse oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sind dabei zum Beispiel wichtige, grundlegende Säulen für die Existenz und weitere Entwicklung unseres Bundeslandes.